Nein. Outtake. Während einer Videoproduktion läuft natürlich nicht immer alles rund. Leute, ihr kennt es ja schon, auf wen warten wir, auf Robert. Wir machen nämlich hier noch einen kleinen Take mit dem schönen Hintergrund, aber jetzt wird gewartet. Daher haben wir in diesem Video die lustigsten Outtakes von Influencer am See zusammengestellt. Von intimen Momenten über fiese Pranks bis hin zu exklusiven Behind-the-Scenes-Einblicken ist alles dabei. Eigentlich muss Robert jetzt im Interview Fragen beantworten, aber ich schwöre auf alles, Herr Pente. Wie fandest du die Fernvilla? Mach mal Daumen hoch, Robert. Wenn auch du Lust hast, dich beim Erstellen von Videos kreativ auszuleben, ist Filmora Go die passende App. Filmora Go bietet dir alle wichtigen Tools und ist ganz einfach zu bedienen. Perfekt geeignet, um Videos direkt bei Social Media zu teilen. Probiere es jetzt aus und erstelle Videos, die du lieben wirst. Den Link zur App findest du in der Videobeschreibung. Nicht wundern, wenn ich jetzt sage, neuer Morgen und so, weil das wird auch den nächsten Feiertag. Aber wir haben alle das gleiche an. Und die Lampen, ja, es mieft auch schon. Ja. Ah, ist hier nass. Oh, Feldin, das tut mir so leid. Oha, ey, die Mom ist wirklich. Aber das war schon gute Action. Let's go. Nee, ich sterb mal gleich. Junge, macht uns einen Wochenende, ihr Bastard! Ja, Mann! Macht uns halt die Wellen, Digga! Oh, dann einmal. Ey, ihr habt uns jetzt Wellen besorgt. Es ist noch kalt, Mann. You know I deal with life different, make that limit squeeze. Danke, Mann, Regie. Die sehen dann auch in jedem Fall immer jedes Mal so aus wie du. Was ist süß? Ja, willst du auch Marie? Ja. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hä? Hä, so wie die anderen zwei Runden. Er hat da die meisten Punkte, als er kriegt ein Kondom. Ah. Ja. Schön. Darf man die eigentlich auch behalten, oder? Hä, das ist der doch mit Gas. Das ist gar nicht meins. Film mal kurz. Wenn ihr bloß den wunderschönen Mann hinter der Kamera sehen würdet. Kameramann, ganz große Grüße an ihn raus auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr süßer Mann. Und jetzt wünsche ich nur das Beste. Oder wollt ihr das jetzt? Und so groß und schön. Ich will nicht wissen, was die ganzen anderen. Die ganzen Farben so groß und so. Und du bist so ein Bastard. Kann ich das nicht mal aussprechen? Die ganzen Farben waren richtig schön. Und ich will nicht. Digga, halt doch deine Fresse. Die ganzen Farben waren mega schön. Und, Digga! Wir müssen vorankommen, Jungs. Die ganzen Farben waren so schön und die ganzen Autofahrer haben das auch bestimmt gesehen und ich. Digga, geh jetzt raus aus dem Raum! Sondern wirklich hin. Oh, oh. Und das ist eure Vorhand. Zum Glück haben wir's. Hä? Zählt das in die Gesamtrechnung? Ich dachte, die Punkte werden am Ende. Fabian! Wir brauchen dich jetzt! Alles gut. Schön, wie die Bienen hier wieder live attackieren. Also, wenn das ja. 30 Sekunden Zeit, um alles zu packen und dann müssen wir hier draußen. Das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Doch? Was? Hä? 30 Minuten. Ja, 30 Minuten, aber nicht 30 Sekunden. Ach so! Nein, also, ihr habt 30 Minuten Zeit zum Rausgehen. Warum lachst du, Bro? Warum lachst du? Ja, weil ich dachte, normale Menschen wissen. Jo, das ist wirklich heiß. Das ist heiß, Mann! Ja. So, da, so soll es sein, Jungs. Pass auch auf die Nacktschnecke drauf, ne? Ja. Überall Nacktschnecken! Warum ziehen die sich nichts an? Ich hab hier was falsch gemacht. Ja, war's schwer, oder? Ich war einmal Zweiter und einmal Erster, da kann ich Letzter sein.
Kann das sein? Daniel war gerade zweite Runde letzter. Salim. So viel zu, ich hab mir Mühe gegeben. Beim zweiten Spiel, wer die wenigsten Punkte hatte. Salim, ich müsste letzter gewesen sein. Er muss zweiter sein. Wenigsten. Ja, wer die wenigsten Punkte hatte. Darf ich nochmal rechnen? Aber er ist zweiter. Nein, hier, da, das war, wer die meisten hatte und hier, wer die wenigsten hatte. Ja, okay. Deswegen sorry, ich schon Robert, Leute, kein Rauch, bitte jetzt. Ich bin drin. Du bist schon drin, sagst du, ja? Ich will auch gern drin sein. Hast du Angst? Ob ich Angst habe? Ja, solange Daniel mich nicht an einer Rakete befestigt und mich da oben hochballert, so habe ich da eigentlich gar keine Angst. Robert, was sagst du dazu eigentlich? Was macht mir gerade überhaupt? Das ist so blöd. Bisschen den Überblick verloren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Machst du denn so? Sagst du direkt die Person, die fährt, oder stellst du so zwei Leute, mit denen sie sich hin? Ich wollte es lieb machen, mir wurde gesagt, ich soll es Assi machen. Ja, mach Assi! Hallo, ja, hey, Digga! Gibt's dir WLAN? Ich hab keine Ahnung. Ja, oder ich mach das. Ja. Ready? Was denn? Er liegt da im. Oh, egal. Okay. Ja, das ist sowas von mir. Robert! Falls ihr mal hier in der Nähe sein solltet, auf jeden Fall überlegt euch das. 50 Euro krieg ich später. Also wirklich. Boah. So, Kamera sein. Zurückständig. Ja, wir ruhig. Tim! Ja. Bring mal nochmal die Cola bitte. Ich hab kurz nicht los. Ich hab gewohnt, das ist echt nicht. Aber ich gerade freue noch, das ist noch sogar schöner als ein Sieg. Am Ende so eine krasse Challenge, essen auf eurem Nacken. Ja. Hast du es da aufgenommen? Ja, am besten. Hälfte des Weges habe ich mir mein Bein hier gegen einen Stein gereicht. Ja, okay. Krass. Aber du lebst. Ja, ich lebe noch einmal. Aber du kannst bald meine Krankenkassen bezahlen. Okay. Okay, ciao, ciao. Hätte ich auch gesagt, aber Daniel hatte die letzten Worte. Outtake. Ich will euch auch nicht hängen auf die Folge. Wie war das Interview? wie war die Ballonfahrt? Wir sind hier gerade beim Laser-Tag und auf dem Boden. Laser-Tag hier gespielt auf dem. Schön, wie ich TikTok geflogen. Wir haben hier im Friedrichshafen. Ja, stark. Ja, rein, Robert. Lass mich jetzt machen. Robert. Ich hab schon. Platz 4 geht an. Yeah.